gebührt dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. So, wir werden heute über die Thematik Schuld überwinden sprechen. Schuld überwinden. Das Wort, was wir mit Schuld bezeichnen, ist in dem Sinn kein Wort, was irgendeinem Menschen wohlgefällig ist. Wenn ich sage, du bist schuldig, nein, du bist schuldig. Es gibt eine natürliche Reaktion in uns als Menschen, dass wir nie schuld sein oder schuldig sein wollen. Und das sehen wir auch bei kleinen Kindern. Wir wachsen darin auf, egal was die Person getan hat. Nein, der andere ist schuld. Nee, ich bin nicht schuldig. Und dieses Prinzip finden wir bei Adam und Eva. Und wir sehen, dass das so ein Stück weit in die DNA von uns, dass wir in dem Sinn nicht schuldig sein wollen. Weil schuldig ist so ein komisches Gefühl, so ein Schamgefühl. Ich würde mich gern verstecken oder in dem Sinn, wegen mir ist dies und das passiert. Und ich glaube, dass der Herr einige Leute heute freisetzen möchte in diesem Bereich. Das Wort, was wir mit Schuld eigentlich bezeichnen, ist das gleiche Wort in der Bibel, was wir mit Sünde bezeichnen. Und das Wort, ne, was wir so ursprünglich sehen, was als Sünde oder als Schuld bezeichnet wird in der Bibel vom Griechischen, es beschreibt nicht nur einen Zustand, sondern es beschreibt auch einen Prozess. So, wenn die Bibel von Schuld oder von Sünde spricht, ist es nicht immer nur direkt die Handlung, sondern es beschreibt auch einen Prozess. Das Wort Schuld oder Sünde bedeutet, es gibt mehrere Bedeutungen, einmal ganz klar, ich breche Gottes Gebot oder Gesetz oder das Gesetz Gottes, Gebot Gottes, aber es bedeutet genauso auch das Ziel zu verfehlen. So, und das Ziel zu verfehlen bedeutet nicht immer so ganz was Eindeutiges. Aber wir kennen es aus dem Sport, knapp daneben ist auch vorbei. So, auch wenn du in dem Sinn Sport machst und Fußball spielst, es ging gegen Pfosten oder gegen Latte, es hätte nur 5 cm gebraucht und der Ball wäre drin, aber es ist trotzdem nur Pfosten. Das bedeutet, dass es manchmal Dinge gibt, die nicht so direkt da sind, aber wo man trotzdem nicht das Ziel verfehlt. Das Ziel trifft. Genauso verstehen wir unter dem Begriff Schuld und Sünde bedeutet auch sich irren. Ich irre mich. Und deswegen kommt das Wort der Umkehr immer wieder im Wort Gottes. Kehre um. Und umzukehren ist nicht nur etwas für Leute, die Christus nicht kennen, sondern das Wort Metanoia bedeutet nicht nur umzukehren, eine Handlung. Wir können durch Worte umkehren, ohne in Herzen umzukehren. Man kann durch eine Handlung umkehren, ohne dass man es wirklich in seinem Herzen meint. Es gibt so ein traditionelles Umkehr, Herr, vergebe mir für die Dinge, die ich getan habe und gut ist. Aber darum geht es nicht. Das Wort Metanoia bedeutet nicht nur eine Handlung, sondern es bedeutet eine Sinnesveränderung. Das bedeutet, damit Veränderung in dir passiert, musst du Erkenntnis bekommen. Wenn du Erkenntnis über eine Sache bekommst, wird es für dich Offenbarung. Du fängst an zu verstehen, warum Gott möchte, dass du etwas änderst. Das bedeutet, auch in der Umkehr gibt es einen pädagogischen Aspekt, wo Gott uns anfängt zu erziehen, nicht nur zu sagen, kehre um, sondern er sagt, meine Tochter, mein Sohn, ich möchte dich verstehen lassen, warum es nicht gut für dich ist. Das ist die Liebe des Vaters. Es ist nicht nur in dem Sinn eine Zucht, sondern es ist etwas, wo Gott uns gewisse Dinge beibringt. Ich möchte dir sagen, es gibt gewisse Erfahrungen, die du dir sparen kannst. Es gibt bestimmte Erlebnisse, die du dir sparen kannst. Man muss nicht immer Erfahrungen machen und daraus zu lernen und sich zu verbessern, sondern du kannst dich verbessern, ohne Erfahrungen zu machen. Amen. Wenn Gott sagt, oder wenn Gott möchte, dass wir von Schuld bewahrt werden, dann ist es, weil er dir Prozesse ersparen möchte. Er möchte dich ersparen. Und heute gehen wir zusammen in einem Text von Lukas Kapitel 17.
Lukas Kapitel 17, Vers 1 bis 6. Jesus mit seinen Jüngern. Lukas Kapitel 17, Vers 1 bis 7. So, ich fange an zu lesen. Lukas 17, Vers 1. Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Hier geht es um die Jünger, die tagtäglich mit Jesus sind, die tagtäglich Gottesdienst mit Jesus erleben, die tagtäglich Mission mit Jesus erleben. Und jetzt ist Jesus da und fokussiert sich so auf die Jünger und fängt an, ein bisschen über die Probleme der Welt zu sprechen. Er adressiert sich noch nicht mal direkt an die Jünger, sondern er spricht erstmal allgemein: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Und dieses Wort Anstoß ist das Wort Skandalon und bedeutet eigentlich wortwörtlich Skandale. Und jeder, der das Wort Skandale hört, weiß, dass es in dem Sinne keine Kleinigkeit ist. Er sagt, es werden in dieser Zeit, in der wir leben, viele Skandale geben. Das ist das, was Jesus prophezeit hat. Er richtet sich noch nicht mal direkt so auf die Gemeinde, aber er sagt so allgemein, wird es etwas geben, was unvermeidbar in dieser Welt ist, und das sind Skandale. Und eines der Dinge, wo wir aufpassen müssen, wenn Jesus natürlich über Skandale spricht, die in dieser Welt passieren, dann ist es einfach für uns, die Gemeinde, in die Welt hineinzuschauen, um zu sehen, wie schlecht, wie böse die Welt ist, was für Skandale in der Welt sind. Aber das sind alles Dinge, die Jesus prophezeit hat und hat gesagt, es werden Skandale kommen. Sie werden in dem Sinn unvermeidbar sein. Sie werden kommen. Es ist Teil des prophetischen Heilsplan Gottes, dass Gott in diesen ganzen Skandalen sein Reich baut, seine Gemeinde baut. So, und jetzt sagt er, trotz dieser Skandale, die passieren, gibt es ein Problem. Das Problem ist nicht nur, dass es Skandale gibt, aber das Problem ist vielmehr, durch wen Skandale kommen. So, und hier bekommen wir ein neues Verständnis der Schuld. Schuld ist meistens immer etwas Individuelles. Wir denken in dem Sinn, dass wir in dem Sinn uns nur mit uns, um uns drehen, um uns kümmern. Wenn ich Schuld habe, wenn ich schuldbeladen bin, ich muss es vor Gott bereinigen. Ja, du musst es vor Gott bereinigen. Ja, es ist in erster Linie eine persönliche Sache. Aber jetzt geht Jesus weiter und sagt, die Schuld ist fähig, instrumentalisiert zu werden. Die Schuld ist fähig, weiterzugeben. Das bedeutet, das Problem, was nicht geklärt worden ist, hat die Kraft, andere in Schuld zu bringen. Hat die Kraft, andere zu beeinflussen. Hat die Kraft, Skandale in Leben von anderen hineinzubringen, weil die Person in dem Sinn jetzt ein Instrument wird, um andere zu schaden. Und er sagt, wehe. Und deswegen müssen wir aufpassen. Schuld oder Sünde ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht nur eine Sache, die ich so für mich verberge und keiner sieht mich und zwischen mir und Gott. Ich möchte dir sagen, wenn solche Dinge nicht geregelt werden in deinem Leben, können sie ein Schaden für deine Nachbarn werden. Es kann ein Schaden für dein Haus werden. Es kann ein Schaden für die Gemeinde werden. Es kann ein Schaden für mehrere werden. Es ist wie ein Virus, der anfängt, andere zu infizieren. Wir wissen, in dieser Corona-Phase, wo jeder sich geschützt hat, bloß nicht infiziert zu werden, wo man in dem Sinn Angst hatte. Wisst ihr, die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Das bedeutet, das Ergebnis der Sünde ist letztlich der Tod. Und hier geht es natürlich auch für uns um einen geistlichen Tod. Wir müssen aufpassen, nicht infiziert zu werden. Zum einen, das zu bereinigen in uns, was in uns ist, und zum anderen, dass wir es nicht weitergeben. Was heißt das? Die Bibel sagt, ne, gute Sitte wird schnell verdorben. Gute Sitte kann verdorben werden. Das bedeutet, es gibt ein Potenzial von schlechten Einfluss, was über dich kommen kann. Und du musst aufpassen,
aufpassen, was in dir reinkommt und was aus dir oder was dich beeinflusst. Sprüche 28, 13 gibt uns einen wichtigen Step. Die Bibel sagt da in Sprüche 28, 13, sagt die Bibel, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. So, was wir eigentlich so denken ist, wenn Schuld da ist, geht es zuerst um Gottes Strafgericht. Nein. Wenn es um Schuld geht, sagt die Bibel hier, möchte Gott dir was? Barmherzigkeit zeigen. So, und wir haben ein falsches Denken. Deswegen rennen wir weg. Deswegen wollen wir in dem Sinn, wenn wir wissen, dass wir schuldig sind, uns verstecken oder in dem Sinn irgendetwas tun, um ein Stück weit vielleicht irgendwie sich zu verbergen und bloß nicht in dem Sinn, dass die Sachen rauskommen. Und deswegen fangen wir an, die Sachen einzubuddeln. Aber die Bibel lässt erstmal verstehen, wer seine Schuld denkt zu verstecken, er wird nicht gelingen haben. In anderen Worten, er wird nicht erfolgreich sein. Er wird nicht nach vorne gehen. Wenn er denkt, wisst ihr, manchmal denkt man, durch gewisse Sachen kann ich gehen und keiner sieht es, aber irgendwann bringt es einen Schaden. Das bedeutet, ich kann mich nicht durch die Zeit eigentlich durchschmuggeln und zu sagen, ich komme irgendwie durch die Zeit, sondern er sagt hier, es wird dir nicht gelingen. Das bedeutet, die Niederlage ist von Anfang an schon vorprogrammiert. Deswegen sagt Gott in seiner Weisheit, damit es nicht dazu kommt, bekenne die Schuld. Spreche darüber. Fange nicht an, die Dinge unter den Tisch zu buddeln, sondern bringe sie im Hier und Jetzt raus, damit es letztlich keine Katastrophe wird. Bekenne deine Schuld und verheimliche sie nicht, damit du die Barmherzigkeit Gottes empfängst. Verstehst du? Und die Barmherzigkeit Gottes ist die Liebe Gottes. Wisst ihr, Gott weiß, dass wir mit all den verschiedenen Schuld und Sünden zu kämpfen haben. Aber wo Gott uns begegnen möchte, ist in der Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist ein anderes Wort für Mitleid. Gott fühlt mit dir. Gott liebt nicht die Schuld, die Sünde, aber er fühlt mit dir, weil er dich liebt, weil du sein Kind, weil du seine Tochter bist, weil du sein Sohn bist. Er fühlt mit dir. Er möchte dir Barmherzigkeit zeigen. Er möchte dich des Besseren belehren. Und hier kommen wir wieder zum Text von Jesus und wo wir verstehen, wir dürfen oder wir sollten aufpassen, dass wir nicht instrumentalisiert werden durch Dinge, die wir tun. Wisst ihr, der Mensch gibt immer das, was er hat. Das, was du tust, das ist auch die Sprache, die du haben wirst bei anderen. Es gibt gewisse Handlungen, die du auch bei anderen haben wirst, weil deine Situation oder weil dein Problem nicht gelöst worden ist. Wir sehen in der Bibel auch verschiedene Einflüsse. Wir sehen den Einfluss natürlich auch von Eva über Adam. Adam ist der Mann Gottes, der mit Gott gewandelt ist. Er ist mit Gott gewandelt. Er ist mit Gott gewandelt. Er hat in dem Sinn, war in der Beziehung mit Gott. Gott hat ihm gesagt, was seine Aufgaben sind. Er hat viel mit Gott erlebt. Man könnte sagen, ein erfahrener Mann Gottes, der mit Gott gewandelt ist. Aber die Bibel sagt, wir kennen diese Geschichte in 1. Mose 3, 6. Und die Bibel sagt, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war, dass er seine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise war. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war. Und das ist immer wichtig zu wissen. Die Bibel sagt, der Adam war nicht irgendwo, sondern Adam war bei ihr. Das bedeutet, er war in der Situation da. Er konnte es vielleicht beobachten, vielleicht von Weitem, aber er war auch in unmittelbarer Nähe. So, und hier sehen wir einen Mann Gottes, der eigentlich mit Gott wandelt, der eine starke Beziehung mit Gott hat. Aber als die Schlange reingekommen ist, hat die Schlange Einfluss über die Frau, über die Person, mit der er am meisten Zeit verbringt und instrumentalisiert in dem Augenblick die Frau und er, der gesalbt ist, der Gott kennt und so weiter und so fort, kann nicht widerstehen. Wisst ihr, wir können, weißt du, manchmal können wir nicht in gewissen Sachen widerstehen.
In manchen Sachen lassen wir uns einfach beeinflussen, obwohl wir am Beten sind, obwohl wir in dem Sinn vielleicht sogar am Fasten sind, obwohl wir Gottes Angesicht suchen. Aber es gibt einen falschen Einfluss, der durch eine andere Person gekommen ist. Manchmal sind wir stark, aber manchmal fallen wir. Deswegen sehen wir, dass das Problem von Eva ein direktes Problem von Adam geworden ist. Das bedeutet, es gab wie so eine Kettenreaktion und er ist gefallen und das ganze Haus ist gefallen. Natürlich muss der Adam vielleicht in dem Sinn wach sein, aber manchmal sind wir wach und manchmal sind wir auch nicht wach. Und wenn wir nicht wach sind, gibt es einen Einfluss, der hier übertragen wird. Und Adam fällt und Eva fallen gemeinsam. Deswegen passe auf, was für Einflüsse in dir reingehen. Es gibt manche Kompromisse, die wir machen und sagen, okay, ich lasse es wird schon irgendwie und so weiter und so fort. Aber es ist eine Saat, die in dir gesät wird. Und wenn du nicht aufpasst, wird die Saat auch anfangen, irgendwann mal Frucht zu tragen. Und wenn sie anfängt, Frucht zu tragen, wird es keine gute Frucht sein, sondern es wird eine schlechte Frucht sein. Und wenn du anfängst aufzuwachen, bist du schon am Boden und du bist nicht mehr am Stehen. Es gibt gewisse Einflüsse, die dich auf den Boden bringen. Wisst ihr, es gibt ein anderes Beispiel, um es einfach kurz zu fassen. Man sieht es mit Achan und Israel. Ne? Das ist zum Notieren, Josua Kapitel 7, Vers 5. Die Bibel lässt verstehen, Israel ist im Krieg. Und als sie im Krieg gewesen waren, sie hatten die Gewohnheit, in dem Sinn, Feinde in dem Sinn zu überwinden. Sie hatten davor einen großen Kampf gewonnen, den Kampf von Jericho. Einen großen geistlichen Kampf haben die gewonnen. Jericho einzunehmen war ein Wunder, weil es nicht einfach war, weil es auf hohem Gebirge war und es war praktisch, menschlich, logisch unmöglich. Aber was passiert nach diesem geistlichen Triumph, lässt die Bibel verstehen, dass sie dann in Vers 7 gegen die Amoriter gekämpft haben. Und als sie gegen die Amoriter gekämpft haben, lässt die Bibel verstehen, dass viele von denen gestorben sind. Einige sind unter denen gestorben und als sie gestorben sind, lässt die Bibel verstehen, dass Josua aufstand und sich die Kleider zerriss und sich die Frage stellt, wie können wir hier in eine deftige Niederlage kommen? Wir haben Leute verloren. Warum hat Gott in dem Sinn nicht gewirkt? Warum hat Gott hier gerade kein Wunder getan? Warum haben wir hier keinen zweiten Sieg, wie wir es gewohnt sind? Wisst ihr, Gott ist nicht in der Gewohnheit. Gott ist immer in der Beziehung. Wisst ihr, er dachte, weil ich die Gewohnheit habe, große Siege zu machen, ist Gott in der Gewohnheit. Aber Gott ist nicht in der Gewohnheit. Gott ist immer in der aktuellen Beziehung. Wie ist meine aktuelle Beziehung und nicht wie ist meine vergangene Beziehung? Was mache ich heute und nicht das, was habe ich gestern gemacht? Manchmal beruft man sich auf Sachen, die man gestern getan hat und man vergisst, es gilt in dem Hier und Jetzt. Gestern ist gut, heute ist noch besser. Sage zu dir, heute ist noch besser. Vergangene Siege können dich auch trüben. Vergangene Erfolge können dich trüben. Und du lebst in der Vergangenheit und sagst, was ich alles mit Gott erlebt habe, wie ich mich hingegeben habe. Es ist Geschichte, aber es ist nicht heute. Und was Achan gedacht hatte, Achan dachte sich, okay, was werde ich machen? Ich werde von den Amoritern, also ich werde von dem Feind, von dem Gebot, was eigentlich Gott gebrochen hat, Gott wird hier ein Auge zumachen. Und was ich machen werde, ich werde von den Schätzen mitnehmen, von denen Gott eigentlich ganz klar verboten hat, dass sie sie nehmen sollen. Es geht um einen Mann, der in Schuld war, aber der eine ganze Gruppe in die Niederlage geführt hat. Ein Mann nimmt eine Sache und gehorcht nicht Gott, und jetzt wird er ein negativer Einfluss für eine ganze Gruppe. Die Gruppe ist da und fängt sich an, die Fragen zu stellen. Wisst ihr, bevor das Gericht über Achan gekommen ist, glaube ich, dass Achan bekennen konnte, um zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Hey, ich habe etwas getan und es war nicht gut. Und ich glaube, dass Gott da auch Barmherzigkeit ihm zeigen konnte. Und das ist der Unterschied, als Jonas auf dem Schiff von Ninive gewesen war.
Was ist passiert? Jonas war schuldig. Er wusste, was Gott von ihm fordert und er ist weggerannt. Er ist weggerannt von seiner Berufung, weggerannt von dem Auftrag, weggerannt von dem, was Gott eigentlich mit ihm machen sollte. Aber als Gott dann kam und ihm mit Wellen auf dem Schiff begegnete und die waren da zwischen Leben und Tod, wisst ihr, mit Gott ist es keine, es ist kein Spiel. Es ist nicht so, dass wir uns so ein bisschen auf etwas Gutes einlassen. Es geht immer um Leben und Tod. Gott möchte verändern, transformieren, verändern. Und was wir hier sehen ist, Jonas war anders als Achan. Achan war da und hat sich gesagt, ich verstecke meine Schuld. Jonas hat gesehen, wie fast die ganze Gruppe um ihn umgekommen ist und er wusste, das war kein Angriff des Teufels. Dieser Sturm war kein Dämon, es war nicht Satan, der gekommen ist, um sie zu bekämpfen, sondern er erkannte in dem Augenblick, oh, hier geht es um eine Begegnung von Gott. Und manchmal müssen wir unterscheiden. Letztes Mal habe ich gesagt, nicht jedes Leid ist in dem Sinn schlecht, weil manches Leid führt dich Gott hinein. Und manche Angriffe, die du hast, ist nicht ein Angriff von Satan, sondern es ist eine Begegnung von Gott. Und als Jonas verstand, dass es eine Begegnung von Gott ist, sagte er, wenn es mögliche, was ihr tun sollt, schmeißet mich weg. Er war bereit, sein Leben zu riskieren, damit die Menschen, die um ihn waren, Frieden bekamen. Und erst als er weggeschmissen wurde, rausgeschmissen wurde, konnte Gott ihn durch einen Fisch nehmen und er brachte ihn dorthin, wo er hingebracht werden sollte. Das bedeutete, Jonas ist der Typ, der erkennt, wenn er Gott begegnet. Wir konfrontieren nicht Gott, wir begegnen Gott. Manchmal konfrontiert man ihn, indem wir das tun wollen und sagen, das, was ich gerade denke, ist gut. Das, was ich gerade möchte, ist wichtig. Aber Jonas erkannte das. Erkenne, wenn Gott dich begegnet. Nicht jeder Angriff ist vom Feind, sondern manchmal ist dieser Sturm, der am Kommen ist, Gott, der dich begegnen möchte und der dich an etwas erinnern möchte. Mein Sohn, warum rennst du weg? Meine Tochter, warum rennst du weg? Warum rennst du weg? Und wisst ihr, Gott gebrauchte einen Fisch in der Intimität, abgesondert von allem, damit er dorthin kam, wo er hinkommen sollte. Und das ist das. Manchmal versuchen wir in der Masse von anderen zu sein und machen so, als wären wir genauso wie die anderen. Als wäre unser Leben genauso wie die anderen. Aber ich möchte dir sagen, dein Leben ist nicht genau wie die anderen. Du arbeitest mit Menschen, aber dein Leben ist nicht gleich. Du studierst mit Menschen, aber dein Leben ist nicht gleich. Die Hand Gottes ist über dein Leben. Er fixiert dich und er sagt zu dir, höre zu, ich habe dich abgesondert für meinen Plan, für die Berufung, die über dein Leben ist. Renne nicht weg. Es wird dir gelingen, wenn du anfängst, diese Schuld und diese Problematik zu bekennen oder in dem Sinn vor mir zu bringen. Und so sehen wir, dass es falsche Einflüsse gibt in der Bibel, die zeigen, dass durch eine Person jemand anders beeinflusst wurde. Und jetzt kann man auch noch weitere Beispiele geben, aber jetzt ist interessant, was Jesus macht. Jesus dreht den Spieß um. Ab Vers 3 sagt er, hab Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündige und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. In dem ersten Abschnitt können wir verstehen, dass es darum geht, dass du selber schuldbeladen sein kannst, dass du es regelst und dass durch deine Schuld auch andere Menschen in Schuld geführt werden können. Aber jetzt geht es von einer anderen Perspektive, von der Jesus spricht und sagt, hab Acht auf dich selbst. Eines der Dinge, wo du aufpassen musst, sind nicht nur Dinge, die du tun sollst oder die du tun kannst, aber auch Dinge, die dir entgegenkommen. Und Jesus gibt eine hundertprozentige Prophetie, die sich bei jedem erfüllt hat. Und er sagt, wenn aber dein Bruder oder wenn deine Schwester gegen dich sündigt.
Und das ist eine Sache, die er prophezeit hat, die sich bei jedem Einzelnen erfüllt. Wenn jemand gegen dich sündigt oder wenn jemand einen Fehler gegen dich macht, wenn jemand einen Skandal gegen dich macht, jetzt wird es emotional. Jetzt wirst du angegriffen. Und Jesus hat gesagt, diese Dinge können passieren. Diese Dinge werden passieren. Aber, es gibt ein Aber, wenn aber dein Bruder, deine Schwester gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. So, und ich weiß nicht, was für ein Bild du hast, wenn Jesus sagt, weise ihn zurecht. Vielleicht hast du jetzt das Bild, zurechtweisen ist so, wie ich hier vom Podest hier bin und sage, das, was du getan hast, Bruder, das ist eine Katastrophe. Du nennst dich Bruder, aber das, was du tust, ist absolut schlecht. Das, was du tust, Schwester, ist absolut schlecht. So was habe ich noch nie gesehen. Aus diesem Grund kann ich gar nicht mehr in die Gemeinde kommen. Guck mal, diese Schwester, sie erhebt die Hände hoch. Sie preist den Herrn, aber ich weiß, was sie getan hat. Ist das unser Zurechtweisen? Aber ist das, was wir öfter spüren? Wie kann ich dieser Person sagen, dass sie mich gerade verletzt hat? Wie kann ich dieser Person sagen, dass sie gegen mir einen großen Fehler gemacht hat? Und ich möchte, dass wir die Worte verstehen, die Jesus gewählt hat. Wirklich dieses Wort zurechtweisen. Deswegen ist es gut, dass wir nicht mit deutschem Verständnis oder dass wir mit weltlichem Verständnis an die Bibel gehen, sondern dass wir mit dem Geist, in den Geist hineingehen, wie Jesus das wirklich gemeint hat. Und hier das Zurechtweisen kommt von dem Wort Timao. Und Timao im Griechischen heißt erstmal jemanden ehren und jemanden wertschätzen. Verstehst du aus was für einer Perspektive? So, wenn ich jemanden zurechtweise, gehe ich von meinem egozentrischen Blick oder von meinem Recht, von meiner Position und ich sage dir, wie es läuft, dann kann gar nichts Gutes herbeikommen. Denn alles, was ich dann tue, ist meistens emotional, ist meistens zerstörerisch und ist meistens so, dass ich mit Hochmut vor einer Person komme. Aber wenn Jesus sagt, weiset jemanden zurecht, vom Vorortbegriff bedeutet es, erstmal jemanden zu ehren und zu schätzen. Aber wie kannst du jemanden ehren, der gegen dich gesündigt hat? Es ist vollkommen paradox. Wie kannst du jemanden ehren, der einen Fehler gemacht hat? Leute sagen, die einzige Art und Weise, wie du jemanden schätzen kannst, der dich verletzt hat, ist ihn von der Perspektive Gottes zu sehen. Wenn du es nicht schaffst, jemanden aus Gottes Perspektive zu sehen, wirst du nur dein Recht und dein Fleisch sehen. Du wirst in dem Sinn einfach nur dein Ego sehen. Aber wenn du anfängst, ihn von Gottes Perspektive zu sehen, wirst du anfangen, selbst für solch eine Person Barmherzigkeit zu spüren, weil der Vater Barmherzigkeit für ihn spürt. Bevor ich jemanden zurechtweise, muss ich verbunden sein mit Gott. Muss ich verbunden sein, verwurzelt sein in ihm. Denn wenn ich verwurzelt bin in ihm, wird Gott mir auch seine Emotionen übertragen. Ich glaube, Gott möchte einen Emotionsaustausch. Er möchte deine falsche Emotion nehmen und er möchte dir Gottes Emotion geben. Wir sehen in dem Augenblick nur den Moment, aber Gott sieht immer in den Menschen die Ewigkeit. Gott möchte, dass keiner in der Ewigkeit verloren geht. Deswegen kannst du sehen, dass selbst die schlimmsten Menschen, wo du dir sagen solltest, hier müsste Gericht Gottes kommen, manchmal die Menschen sind, die am längsten leben. Warum? Nicht, weil in dem Sinn die Welt ungerecht ist oder weil Gott in dem Sinn nicht sieht, sondern weil die Barmherzigkeit Gottes über ihm ist und selbst in der letzten Sekunde für Leute, die wir schon abgeschnitten haben, gesagt haben, du kommst vielleicht noch nicht mal ins ewige Leben, wie auch immer, es sind die Leute, mit denen Gott Mitleid hat. Er verändert unsere Emotionen und unseren Blick und du fängst an zu verstehen, dass du auf einmal für Leute, die dir Unrecht getan hast, du fängst an, die Verlorenheit zu sehen. Du fängst an, vielleicht auch über das Problem zu sehen. Was ist eigentlich der Grund, warum diese Person so handelt und wirkt? Und du fängst an, Offenbarung zu haben, um zu verstehen, wie Gott in sie. Und du fängst an zu sehen, hey, Gott, da ist Barmherzigkeit.
Herr, ich bitte um Barmherzigkeit über diese Person. Es ist eigentlich das Wunder, was Gott in uns tut. Wir können aus unserer Kraft nicht Leute schätzen, die uns zerstören. Wir können nicht aus unserer Kraft Leute schätzen, die Böses möchten. Wisst ihr, Gott ist es selber, der in dem Sinn Gerechtfertigung schenkt, nicht du. Alles, was ein Mensch sät, erntet er. Manchmal wollen wir den Zuchtprozess von Gott übernehmen, um zu sagen, Gott, schaue zu und sehe, wie ich die Person züchtigen werde. Aber im wahrsten Sinne, das, was er gesät hat, ist auch eine Ernte. Das bedeutet in dem Sinn, selbst bei Jakob haben wir gesehen, er ist trügerisch davongekommen, aber er selber, trügerisch, hat er 20 Jahre gebraucht, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Das bedeutet, das, was man sieht, kommt früher oder später. Gott ist in absoluter Kontrolle. Deswegen müssen wir frei davon sein. Aber vielmehr, Gottes Perspektive erinnert uns an die Ewigkeit. Wo geht diese Person hin? Der Grund, warum wir eigentlich hier existieren, warum wir sind, es geht immer um die Ewigkeit. Es geht immer um die Errettung. Es geht immer, dass diese Person bei Gott kommt. Und das ist die Barmherzigkeit. Selbst wenn es ein Bruder in Christus ist, selbst wenn es eine Schwester in Christus ist, Bitterkeit kann so dein Herz einnehmen, dass diese Person auf einmal nichts mehr mit Gott zu tun haben möchte. Warum? Weil man nicht Gott verstanden hat. Weil man in dem Sinn manchmal seine eigene Emotionen zu Gott gemacht hat. Wisst ihr, man denkt immer, ganz genau so wie ich fühle, das hat Gott gesehen. Ganz genau, jetzt möchte Gott dies und das. Gott hat es gesehen, aber Gott handelt nicht so, wie du möchtest. Und das ist der Zerbruch, der in uns passiert. Aber wenn wir jemanden zurechtweisen, müssen wir erstmal Zeit vor Gott haben. Und wenn wir Zeit mit Gott haben, dann können wir Gottes Perspektive haben und jemanden schätzen. Und wenn ich jemanden schätze, ist die Zurechtweisung anders. Ich weise ihn zurecht mit Liebe. Ich weise ihn zurecht mit Barmherzigkeit. Mit, dass die Person bekommt das Gefühl, warum handelt diese Person eigentlich so? Es bringt mehr Überführung, mehr Veränderung als das, was du denkst. Du hast so lange in manchen Bereichen im Fleisch gewirkt. Und jetzt sagt Gott, jetzt musst du lernen, was es bedeutet, geistlich zu wirken, zurechtzuweisen aus Gottes Perspektive. So. Eines der Dinge, die du wissen musst, wenn du Leute zurechtweist, musst du wissen, dass auch du zurechtgewiesen wirst. Es ist nicht nur eine Sache, dass ich aus meinem Blickwinkel sage, wie die Sachen sind, aber wenn du in der Position der Lehre bist, so musst du auch erkennen und verstehen, dass auch dein Momentum kommt, wo du belehrt wirst. Es ist eine falsche Angewohnheit, in der Position zu sein, immer ich muss einen belehren. Manche hat man sich gewohnt, ich bin immer in der Position und ich sage dir, wie es besser ist. Aber im wahrsten Sinne ist die Zeit gekommen, dass jemand anders dir sagt, wie es zu gehen hat, wie es sein sollte. Selbst David war jemand, der die ganze Zeit Anweisungen gegeben hat, der immer gesagt hat, aus der Position des Königs, wie die Leute wirken sollen. Aber an dem Tag, wo er in Schuld gewesen war, kam Nathan aus dem Nichts und sagte ihm in dem Gleichnis und so weiter und so fort, was geschehen ist. Und er sagte, du bist die Person. Und er war da und er sagte nicht, ich bin der König, wie sprichst du mit mir? Ich muss jetzt sein Leben nehmen, du wirst jetzt ins Gefängnis gehen. Sondern er war da und tat Buße. Wir brauchen nicht nur die Ermutigung, aber wir brauchen auch die Ermahnung. Wir brauchen nicht nur die Ermutigung, auch Prophetie ist nicht nur, Gott wird dich segnen, Gott wird dich erhöhen, du bist ein großer Mann Gottes. Aber Prophetie ist genauso auch, hey, Gott sieht gerade diese Schuld. Wisst ihr, eines der Dinge, damals kann ich mich noch erinnern, wo ich noch nicht so im Dienst gewesen war, wo ich wusste, dass so ein Prophetie, war es so, sehr stark Heiligung, weil ich wusste, Gott sieht alles. So, und manchmal hat man sich so angewöhnt, die Prophetie ist nur da, um dich zu ermutigen. Aber ich habe gesehen, wie Gott Dinge aufgedeckt hat und gezeigt hat, hey, ich sehe auch deine Schuld und deine Sünde.
Du bist zwar berufen, du bist zwar dies und jenes, aber ich sehe das, was du tust. Bis an dem Tag, ich war so kaputt. Ich habe nicht diesen Mann gesehen, diesen Mann Gottes, aber ich habe Gott gesehen, der durch ihn gesprochen hat. Und habe gesagt, hey, wie sehr Gott uns kennt, wie sehr er uns kennt in all den Dingen, die wir tun. Er kennt die verborgenen Dinge. Und das Verborgene habe ich in dieser Zeit nicht bekannt. Und weil ich es nicht bekannt habe, war die Zeit Gottes und sagte mein Sohn, du bist da, du erhebst die Hände, aber ich kenne, wer du bist und ich weiß, was du bist. Und ich habe diesen Hammer gebraucht. Aber es ist nicht immer dieser Weg. Gott möchte nicht nur ermutigen, Gott möchte ermahnen. Und wenn du in der Position der Lehre bist, bist du auch berufen, auch Lehre zu empfangen. Bitte bilde dir nichts ein, um zu sagen, ich bin so geistlich, ich habe so viel Erfahrung, ich habe dies gemacht. Nein, so das, was du jemand anders bringst, ist auch das, was Gott in dir macht. Jetzt, wenn wir in dieser Geschichte weitergehen, sagt er, und wenn es ihn reut, so vergebe ihm. Wenn es ihn reut, so vergebe ihn. Und Reue ist wieder dieses Wort Umdenken. Umdenken, Erkenntnis zu haben, die Handlung zu tun. Das bedeutet, wenn wir Barmherzigkeit ausüben, gibt es die Möglichkeit, dass er umkehrt. Manchmal, wenn wir nicht Barmherzigkeit ausleben, blockieren wir sogar seine Umkehr. Weil wir bringen noch mehr Bitterkeit, noch mehr Zorn, noch mehr Frustration hinzu. Aus diesem Grund müssen wir wissen, was es bedeutet, zurechtzuweisen, ihn zu schätzen. So hat die Person das Potenzial, umzukehren. Und jetzt sagt die Bibel, dann kommt dieser nächste Punkt wieder zu dir, dann kannst du vergeben. Und ich weiß nicht, was für ein Verständnis du über Vergeben hast. Es gibt verschiedene Verständnisse über Vergeben. Ich kann erst vergeben, wenn mein ganzes Herz geheilt ist. Ich kann erst vergeben, wenn ich mich besser fühle. Ich kann erst vergeben, wenn mein Herz es so meint. Sind das nicht Worte, die wir irgendwie kennen? Das ist echte Vergebung. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was Vergebung eigentlich bedeutet. So, das Wort Vergebung, Aphemie, bedeutet etwas zulassen oder etwas erlauben. Oder etwas nicht zu hindern. Im erweiterten Sinn bedeutet es, etwas in Bewegung setzen. Es ist ein ganz anderes Verständnis. So, die Bibel wartet nicht zu vergeben, wenn du vollkommen geheilt bist. Wenn du vollkommen jetzt zufrieden bist. Wenn du vollkommen wiederhergestellt bist. Wenn du vollkommen in einer Position bist, wo du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt. Halleluja, ich kann es aussprechen. Dir ist vergeben. Aber Christus, wenn er von Vergebung spricht, spricht er von einem ganz anderen Denken. Er sagt, Vergebung fängt darin an, dass du zulässt, dass Gott in dir arbeitet. Wenn du zulässt, dass Gott in dir arbeitet, bist du fähig zu vergeben. Wenn du nicht zulässt, dass Gott in dir arbeitet, dann kannst du nicht vergeben. Der Grund, warum du nicht vergeben kannst, ist, weil du nicht zulässt, dass Gott in dir arbeitet. Es ist nicht, weil ich mich nicht danach fühle. Aber im wahrsten Sinne geht es nicht um das, was du fühlst in erster Linie, sondern es geht darum, dass Gott in dir arbeitet. Und wenn Gott in mir arbeitet, dann geschieht etwas. Etwas wird in Bewegung gesetzt und das ist übernatürlich. Das ist nicht natürlich. Es ist übernatürlich. Wenn du Gott arbeiten lässt, wird er anfangen, dich dahin zu führen, für diese Person sogar zu beten. Du fängst an zu beten und während du betest, wird die Barmherzigkeit noch größer. Und du fängst an, vielleicht sogar noch mehr Mitgefühl zu haben. Du fängst an, für die Person zu segnen. Und du sagst, Herr, segne diese Person. Herr, bete. Und während du diese Worte sagst, hast du etwas in Bewegung gesetzt. Und so fängt die Selbstheilung, die Selbstregeneration in dir an, die Selbstwiederherrschung fängt in dir an, übernatürlich, bis du dann in einem Augenblick sagen kannst, mein Bruder, meine Schwester, meine Person, was auch immer passiert ist, dir ist vergeben. Aber die Vergebung fängt nicht da an, wo du es aussprichst, aber die Vergebung fängt an, wo du erlaubst, dass Gott in dir arbeitet.
Das ist Vergebung. Wenn Gott in dir arbeitet, bricht er jede Kette. Er bricht jede Bitterkeit. Er bricht jeden Zorn. Wisst ihr, das ist das Wunder. Wir sprechen so oft vom Übernatürlichen. Das Übernatürliche ist nicht nur übernatürliche Heilung oder hier eine Befreiung und so weiter und so fort. Aber das Übernatürliche ist, dass wir auf einmal Dinge tun, die wir menschlich niemals tun können. Und wisst ihr, was jetzt Petrus als Argument sagt? Er sagt so, eigentlich, Jesus, was du hier bringst, ist zu viel. Und deswegen sagt er jetzt hier in Vers 4, und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt, auf wen antwortet Jesus hier? Er antwortet auf Petrus, denn in Matthäus Kapitel 18 sagte Petrus, und wenn mein Bruder 7-mal gegen mich sündigt, und hier in Lukas geht er nicht auf die Frage ein, nur auf die Antwort. Und er sagt jetzt, wenn er gegen dich 7-mal sündigt und 7-mal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm, ich sage es mal so, trotzdem vergeben. So, wir müssen verstehen, warum Petrus über die Zahl 7 spricht. Wisst ihr, im jüdischen Verständnis war es so, dass 3 die Höchstzahl war der Vergebung. Das bedeutet, die Rabbiner lernten, die hatten natürlich auch ihre Gelehrten, und man belehrte sie, dass du mindestens 3-mal, oder dass du höchstens maximal 3-mal Menschen vergeben sollst. Und jetzt kommt Petrus, ich bin hypergeistlich, ich komme nicht mit 3-mal, aber ich komme mit 7-mal. So, und während er mit seiner Hypergeistlichkeit kommt, bricht Jesus ihm seine Hypergeistlichkeit und sagt, du musst ihn nicht nur 7-mal vergeben, sondern du musst ihn jedes Mal vergeben. Wisst ihr, während Petrus mit Jesus argumentierte, und manchmal sind wir auch in seiner Position, sah Petrus nicht den Momentum, an dem er Christus verleugnete. Jesus sprach mit ihm in der Gegenwart, aber Jesus sah auch jede weitere Schuld, die Petrus an ihn tun würde. Und Petrus, der in der Gegenwart von Jesus war, wollte sich rechtfertigen. Und manchmal rechtfertigen wir uns vor Gott und vergessen jede weitere Schuld, die wir weiter tun würden. Und manchmal sehen wir nicht die weiteren Schulden, die wir vor Gott bringen und können darin nicht vergeben. Aber wenn Gott uns jedes Mal vergibt, sind wir berufen auch jedes Mal zu vergeben. Denn so wie unser Vater ist, so sind wir. Vergebung ist Teil der Natur Gottes. Und die Natur Gottes ist in uns. Und jetzt in diesem Augenblick, wo er das hört, jetzt kommen wir zum Schluss, und die Apostel sprachen zum Herrn, mehret unseren Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Diese Kost, diese geistliche Kost von Jesus war schwer. Und sie sagten, Herr, für das, was du eigentlich sagst, wir brauchen mehr Glauben. Bitte gib uns mehr Glauben, gib uns mehr Glauben. Und Jesus sagt, in den entsprechenden Prinzipien zu wirken, die ich gerade genannt habe, benötigst du nicht den größten Glauben. Sondern er gibt das Bild des Senfkorns. Und er sagt, es kann ein schwacher Glaube sein. Es kann ein kleiner Glaube sein. Ich brauche nicht den großen Glauben von dir, sondern ich brauche den kleinen Glauben von dir. Ich brauche dich mit deinem zerbrochenen Herz. Ich brauche dich in deiner Schwäche. Ich brauche dich so, wie du gerade bist. Du benötigst nicht mehr zu machen, als das, was du nicht machen kannst. Komme zu mir mit dem kleinen Glauben. Und jetzt werde ich fähig sein, Berge zu versetzen. Das bedeutet, diesen Anspruch, den Jesus hier gegeben hat, sagt er,
Es ist nicht etwas, was du selber fabrizieren kannst, dass du sagen kannst, jetzt werde ich anfangen, so zu vergeben, weil es für dich ein Berg ist. Aber er sagt, so wie du mit diesem kleinen, winzigen Glauben kommst, wirst du anfangen, ich werde es möglich machen, dass Berge versetzt werden. Dass Dinge, die dir heute unmöglich sind, auf einmal möglich werden. Gott möchte Unmögliches in dir möglich machen. Er kann es. Aber er sagt, komme mit deinem kleinen Glauben. Und ich werde diesen kleinen Glauben nutzen, damit Berge versetzt werden. Es ist ein anderes Verständnis, mit Christus zu wandeln. Er möchte tiefe Gedankenstrukturen in uns brechen, feste Überzeugungen auch brechen. Er möchte, dass wir ihn ähneln, dass wenn man dich sieht, sieht man Christus. Und das ist der Prozess, durch den wir gehen. Er ist das Protobeispiel. Er war gehorsam bis zum Tod. Man hat ihn angespuckt. Man hat ihn ausgepeitscht. Man hat ihn misshandelt. Aber er war fähig, immer noch aus der Perspektive zu sehen und zu sagen, Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am größten Tiefpunkt seines Lebens hatte er Barmherzigkeit. Diese Form von Barmherzigkeit ändert nichts an deiner Identität. Denn als Pilatus ihn fragte, bist du der König der Juden? Stimmt das? In der größten Demut sagte er, in der größten Demütigung sagte er, ja, ich bin es. Er ist König der Könige. Aber gleichzeitig in der Position, sein Recht manchmal zur Seite zu bringen. Es ist etwas Übernatürliches. Es ist nicht von dieser Welt. Wenn wir aufstehen können. Nehme diesen Momentum, um Freisetzung zu erleben. Der Herr möchte da in dem Bereich heute freisetzen. Wenn du frei in diesen Bereichen bist, kannst du weitergehen. Manchmal sind solche Bereiche Hindernisse, Blockaden für dich selbst. Wer es bekennt, dem wird es gelingen. Und Gott möchte, dass es dir gelingt. Gott möchte, dass es dir gelingt. Es gibt ein Bild, was ich gesehen habe. Geistlich gesehen war ich in einem Haus. Es war ein Ehepaar in diesem Haus. Und die haben einander diskutiert. Haben einander gesprochen. So laut gesprochen. Und als sie laut gesprochen haben, war ich im Geist da. Ich hörte sie diskutieren und sprechen. Aber überall sah ich nur Hunde, die gelagert waren. Es waren Hunde. Die waren einfach so gelagert. So, ich weiß nicht, Hunderte, also so viele Hunde. Aber sie haben es gar nicht mal wahrgenommen, sondern waren nur in der Diskussion. Und während sie in der Diskussion waren, sahen sie nicht die Belagerung von dämonischen Mächten, die da waren und die sich zu Hause gefühlt haben und die sich da gelagert haben. Manchmal, wenn wir eine falsche Perspektive haben, wir beharren im Fleisch und wir sehen nicht im Geist, geben wir den Feind Türen. Wir geben ihm die Möglichkeit, reinzukommen. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich breit zu machen. Es ist die Zeit, dass er rausgeht in den Namen Jesus. Er hat kein Recht mehr, an einem Platz zu sein, welches ihm nicht gehört. Es kann dein Haus sein. Es kann deine Familie sein.
Es kann dein Leben sein. Wisse, wo Gott jetzt gerade in dein Leben hineinspricht. Und lass uns Gemeinde beten. Lass uns beten in den Namen Jesus.